22. Die Zeit läuft natürlich wie verrückt. Aus dem Raum Kiefersfelden, das ist ja sehr nahe zu Österreich. Oder ist das noch Österreich? Na, ich sage da lieber nichts, was Geografie angeht. Habe ich ja eh schon gesagt. Es ist besser, da schweige ich nobel. Na, Kiefersfelden ist doch so ein Autobahn, eine Autobahnraststätte, gerade wenn man nach Deutschland kommt. Na, ich sag besser, ich schweige. Gut, der 22. Heute ist der 22. Und ich habe das dann natürlich. Und da kann ich gar nicht fühlen, was da drinnen ist. Da habe ich gar keine Ahnung. Da werden wir zur Schere greifen. Schnipp. Na, sehr elegant. Jetzt mache ich das dann nicht. Aber jetzt zerreiße ich es. So. Was versteckt sich denn in diesem Päckchen? Das ist ja dann noch einmal ganz hübsch verpackt. Mit Season Greetings. Ich habe da schon einen riesigen Berg Papier neben mir gesammelt. Eigentlich müsste man das so runterkriegen. Yep. Ja. So, das ist ja ganz hübsch. Kriege ich das auch, ohne allzu viel Schaden anzurichten? Könnte funktionieren. Ja, so ungefähr. Ich glaube, da ist nicht allzu viel passiert. Und da hat sie ja ganz sorgfältig verpackt. Ganz fein. Das geht auch so. Dann auch noch ein Jetzt. Ja. Jetzt sehe ich ein kleines hübsches Büchlein. Das werde ich jetzt mal aus der. Was haben wir denn da? Oh, das ist aber schön. Aromatische Kräuter, ihre Verwendung in Gerichten aus aller Welt. Na, das ist aber ganz hübsch. Das ist ja wunderschön. Ja, für eine Kräuterwabel wie mich ist das ein tolles Geschenk. Wunderbar. Und ich hatte noch keine Kalebassen. Sehr gut. Die werden wir doch am Zaun entlang klettern lassen. Und ich weiß, wenn mich nicht alles täuscht, kann man da irgendwelche Sachen draus schnitzen. Und da haben wir Grüße aus Kiefersfelden von Tata, liebe Elisabeth. Das Motto des diesjährigen Adventskalenders lautet: Jeden Tag ein Urlaubsgruß für Elisabeth. Und so schreibe ich dir diese Adventsgrüße Mitte August bei sage und schreibe 30 Grad plus. Mein Gruß erreicht dich von der bayerisch-österreichischen Grenze im Kiefersfelden Kufstein, die wir nun bereits das zweite Mal besuchen und Land, Luft und Leute in vollen Zügen genießen. Riechen und Schmecken spielen als passionierte Gärten im Alltag eine große Rolle. Daher übersende ich dir als Urlaubsmitbringsel Samen der Herkuleskeule. Sie macht nicht nur optisch was her, sondern schmeckt als Schmorgericht oder sauer eingelegt vortrefflich. Viel Freude wünsche ich dir beim Wachsen sehen und Rezepte ausprobieren. Auf diesem Weg wünsche ich dir eine besinnliche Adventszeit und ein gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise deiner Lieben. Herzlichst dein Schäfchen Ines Radloff. Aus Land Brandenburg im August 2017. Liebe Ines, du hast ganz, ganz toll getroffen. Deine kleinen Mitbringsel und die Kräuter und die Kalebassen, auf die bin ich schon sehr neugierig. Die werden natürlich
Ich werde berichten, wie sie gedeihen und ob sie gedeihen, ich denke schon. Ja, liebe Ines, wir haben uns auch schon sehr lange nicht gesehen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich hoffe, auch das werden können wir vielleicht nächstes Jahr nachholen. Ich wünsche dir auch eine besinnliche Vorweihnachtszeit. 2-3 Tage dauert sie ja noch und vielleicht dann ein paar erholsame Feiertage. Und einen guten Rutsch ins 2018. Ich danke dir, Ines. Alles Liebe.